Noch ein Test. Und zwar geht es heute darum, dass wir uns zuerst einmal mit dem Tutorial, mit dem Geheft Industrialisierung, eine Unterrichtseinheit für die 8. Klasse, beschäftigen. Danach lernen wir ein neues Programm kennen, das uns in den nächsten Wochen und Monaten begleiten wird. Also die Überschrift Industrialisierung 8c.wikispaces.com. Wichtig ist, dass alles klein geschrieben wird. Und dann seht ihr hier auf der rechten Seite die einzelnen Seiten dieses Wikispaces. Die wichtigste Seite ist sicher die Seite Arbeitsaufträge. Wenn man die Seite anklickt, dann erscheint ein E-Paper, das man eben auch vergrößern kann und bei dem man blättern kann. Das E-Paper, das ist identisch mit den, was ihr vor euch vorliegen habt. Und dieses E-Paper hat eben Aufgaben zu allen diesen Teilseiten dieses Wikispaces. Der Blog und das Comic sind eigentlich nur zur Information gedacht. Das Thema der Webstuhl und die industrielle Revolution ist relativ wichtig. Es ist ein Artikel aus dem Büchern Was ist was? Und hat für dich die Aufgaben, diese zwei Arbeitsaufträge auf einem extra Arbeitsblatt zu behandeln. Die soziale Frage ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Artikel. Du sollst dir diesen Artikel genau durchlesen und dir das Wichtigste auch notieren dazu. Dann siehst du zwei Filme. Ein langer Film, das ist der Film Die stehlende Zeit. Und ein etwas kürzerer Film, ein Film aus Telekolleg, ein Schulfilm. Du hast zu beiden Filmen Arbeitsaufträge. Zum einen hast du jeden Film in einer Seite zusammenzufassen. Und zum anderen hast du dir eine Szene aus diesem Film auszusuchen und dazu mit Storyboard, was ich euch später noch erklären werde, eine Szene darzustellen. Als nächstes folgt ein Hörspiel. Das Hörspiel findest du hier unten auf der Seite. Es trägt also die Überschrift Kohle, Stahl und Dampfmaschinen. Und du kannst es hier unten mit diesem Button anklicken. Deine Aufgabe wird es sein, wenn du nach oben guckst nochmal, dieses Hörspiel zusammenzufassen. Als nächstes siehst du ein paar Learning Apps. Zu diesen Learning Apps wirst du in deinem Arbeitsgeheft auch Arbeitsaufträge finden. Du siehst, diese Learning Apps beschäftigen sich teilweise mit Erfindungen der Industrialisierung, ein Lückentext zur industriellen Revolution, ein kleines Zuordnungsspiel und noch eine kleine Zusammenfassung eines Films und ein Kreuzworträtsel zur industriellen Revolution. Du wirst nicht zu allen diesen fünf Apps Arbeitsaufträge bekommen, aber schau dir in deinem Geheft genau nach, welche dieser fünf Apps du zu bearbeiten hast und welche Arbeitsaufträge dazu zu bearbeiten sind. Das nächste ein kleines Lehrvideo mit Fragen, beziehungsweise eigentlich sind es mehrere Videos, ganz kurze Videos zur sozialen Frage, zur Dampfmaschine oder ein allgemeines Lehrvideo. Wenn du die Videos anklickst, kannst du die ansehen und bekommst zu jedem Video eine Frage gestellt, die du auch auf einem Extrablatt zu beantworten hast. Als nächstes siehst du hier die Leseprobe eines Jugendbuches aus der industriellen Revolution. Der Autor heißt Klaus Gordon und wenn du das anklickst, dann siehst du, das Buch heißt 1848 und du siehst, die Leseprobe ist also etwa 10 Seiten lang. Du wirst zu dieser Leseprobe zwei Arbeitsaufträge bekommen. Dafür musst du denn das Buch oder den Teil des Buches vorher natürlich genau durchlesen. Zur Mindmap sage ich nichts, denn die Mindmap ist ein extra Tutorial, das wir gleich im Anschluss daran behandeln. Der Text Phasen der industriellen Revolution ist nicht besonders schwierig für euch zu lesen, aber jetzt auch nicht unbedingt ganz wichtig. Sollst es nur dann durchlesen, wenn du eine besonders gute Note haben willst, dann ist es für dich wichtig, dich mit diesem Text zu befassen. Dann siehst du ein paar Präsentationen über die industrielle Revolution, teilweise erstellt von anderen Schülern, anderen Schulklassen, teilweise, wie du siehst, in Form von einem E-Paper, aber auch in Form von einer PowerPoint als Slide-Präsentation. Zu diesen Präsentationen bekommst du auch teilweise Arbeitsaufträge. Quizlet ist ja dir ein Begriff. Quizlet ist ja das Programm, mit dem man auch Quiz und Übungen und Rätsel und so weiter behandeln oder erstellen kann. Für dich ist es wichtig, die Fragen, die in dem Fragenkatalog hier behandelt sind, die genau durchzulesen, denn diese Fragen setze ich ab nächster Woche auch als
Wissen voraus und werde sie sowohl in Tests als auch mündlich abfragen. Und zum Schluss das Storyboard. Storyboard machst du mit Storybird. Storybird ist eine Präsentation, die wir in den nächsten Stunden kennenlernen. Da siehst du ein kleines, den Anfang eines kleinen Buches, das ich erstellt habe. Deine Aufgabe wird es sein, dieses Buch zu erweitern mit den Kenntnissen, die du hast, ein kleines Buch fertigzustellen, das wir dann auch ausdrucken und binden können und veröffentlichen können. Wie du siehst, ein paar Seiten habe ich schon erstellt und Fortsetzung folgt, die musst du dann erstellen. Ja, das ist eigentlich alles, was du zur Seite wikispaces.com wissen musst. Wichtig ist, diese Arbeitsaufträge, die wir ja schon gesehen haben und die jetzt eigentlich zu vielen Aufgaben eben Arbeitsaufträge beinhalten, ist in den nächsten 2 Wochen zu behandeln. Also man kann auch kurz sagen, es ist bis Ende April fertigzustellen. Nun möchte ich euch auf ein Programm hinweisen, das für dich in der nächsten Stunde schon von Bedeutung sein wird. Das Programm heißt Mind 42 und dient dazu, Mindmaps zu erstellen. Die einleitende Internetadresse ist relativ einfach, wie du siehst, http://mind42.com. Dann klickst du bitte auf Sign In und wählst dich mit folgenden Daten ein. Der Username ist Klasse 8c mit Lücke, wie du siehst, einfach nur Klasse 8c. Und das Passwort ist Realschule plus. Doch mal Realschule plus und dann BEN für Bad Ems-Nassau. Danach gehst du zu Sign In und loggst dich ein. Vielleicht ist es sinnvoll, nochmal die Daten auf einem Textverarbeitungsbaum zu schreiben, damit jeder klar ist, wie sie heißen. Dann kannst du es dir auch merken. Also Klasse 8c ist der Username und das Passwort. Realschule plus, also ohne Leerzeichen jetzt, und Ben, B-E-N, mit großen Buchstaben. Damit kannst du dich in dieses Programm einloggen. Dann gehst du auf plus New Mindmap, dann wirst du eine neue Mindmap erstellen. Die Mindmap nennst du Industrialisierung von, und dann trägst du deinen Namen ein. Ich mache jetzt mal das Beispiel von Hans. Peter von mir ist. Und gehst dann auf Create. Nun erscheint der erste Teil der Mindmap schon da. Und unsere Mindmap wird hier 4 Zweige haben, die nach außen gehen. Jeden Zweig kannst du, wenn du hier in das mittlere Feld hineinklickst, mit Plus oder mit der Tabulatorspalte bearbeiten. Der erste Zweig wird sein, wann war die Industrialisierung? Oder die Industrialisierung. Wann war die Industrialisierung? Als zweites klickst du bitte an, welche Erfindungen und Entdeckungen waren wichtig. Als drittes, welche Folgen hatte die industrielle Revolution? Und der vierte und letzte Zweig, der wird sein, Bilder zur industriellen Revolution. Nun beginnen wir mit dem ersten Zweig. Wann war die industrielle Revolution oder die Industrialisierung? Man kann generell sagen, die industrielle Revolution war etwa von 1760 bis 1890. Man kann auch sagen, dass diese industrielle Revolution in England, da wo sie begann, also von 1760 etwa bis 1840,
in England war und in Deutschland, da begann die erst um 1840 und dauerte dann eben auch entsprechend länger, also von 1840 bis 1890 etwa in Deutschland. Nun stellt sich die Frage, warum war die industrielle Revolution oder die Industrialisierung so früh in England und so spät in Deutschland? Nun, England war damals das mächtigste Land der Welt. Es hatte Kolonien, also außereuropäische Besitztümer in allen Teilen der Erde. Zum Beispiel in Amerika, aber auch ganz Indien gehörte damals zum Englischen Reich, Australien gehörte zum Britischen Reich und deswegen hatte es am meisten Untertanen und die englische Königin war die wichtigste Person auf der Welt. Außerdem war England damals ein einheitliches Staatsgebilde. Das heißt, es gab im ganzen Reich die gleichen Gesetze, die gleiche Währung und zahlte also überall mit dem gleichen Geld, die gleichen Maßeinheiten, die Leute bezahlten überall gleich viel Steuern und so weiter. Es gab die gleiche Schulbildung für alle und generell kann man gerne auch sagen, dass England damals auch die besten Schulen und Universitäten hatte. Damit natürlich auch die Leute, die dorthin gingen, die beste Ausbildung hatten, sodass viele bekannte Erfinder und Entdecker, Forscher, Naturwissenschaftler, Physiker, Chemiker und so weiter eben aus England kamen. In Deutschland war das alles nicht der Fall, denn Deutschland war damals kein einheitlicher Staat, sondern bestand aus vielen, vielen kleinen Staaten, die alle ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Fürsten, ihre eigenen Herrscher, Grafen, Herzöge, Könige und so weiter hatten, teilweise auch unterschiedliches Geld hatten, unterschiedliche Schulen, teilweise mit Schulpflicht, teilweise ohne Schulpflicht hatten. Und deswegen war Deutschland eben hinten dran. Außerdem hatte Deutschland auch im Gegensatz zu England keine Kolonien. Und war damals eben auf sein kleines Reich in Europa beschränkt. Nun, 1760 bis 1890 ist ungefähr die Zeit, wo man sagt, der Beginn fällt etwa mit der Erfindung der Dampfmaschine. Und das Ende der Industrialisierung ist etwa eben um 1890, etwa mit der Erfindung des Telefons oder der Glühbirne. Und damit kann man sagen, damit war die industrielle Revolution abgeschlossen. Nun haben wir ja schon gesagt, Dampfmaschine, Telefon, Glühbirne sind einige Erfindungen und Entdeckungen, die wichtig waren. Sicherlich war die Dampfmaschine das Wichtigste, denn mit der Dampfmaschine war es möglich, Energie zu gewinnen. Und zwar schnell Energie zu gewinnen und damit Maschinen anzutreiben, große Maschinen, kleine Maschinen, auch solche Maschinen wie zum Beispiel die Dampflokomotive, die eben dann Güter, Waren, Menschen über größere Entfernungen schnell transportieren konnte. Ebenso war das Dampfschiff damit zu betreiben. Also ein Dampfer mehr oder weniger, der dann eben auch vor allem Waren in der ganzen Welt transportieren konnte. Andere wichtige Erfindungen und Entdeckungen waren zum Beispiel der mechanische und später der elektrische Webstuhl.
der es eben möglich machte, schnell, automatisch viel Baumwolle zu verarbeiten, viel Kleidung herzustellen. Und ebenso war eine wichtige Erfindung auch, die in die gleiche Richtung zählt, das mechanische oder elektrische Spinnrad. Andere Erfindungen, die ich jetzt schon eben angedeutet habe, waren zum Beispiel dann später eben auch das Telefon, der Telegraph, also mit dem man eben Telegramme oder Briefe, Botschaften schnell in die ganze Welt hinschicken konnte, die Glühbirne, die eben ermöglichte, unabhängig vom Tagessonnenaufgang und Sonnenuntergang zu arbeiten, aber eben auch Entdeckungen, zum Beispiel wie die Röntgenstrahlen oder Erreger von der Pest, zum Beispiel Pesterreger, die man entdeckt hat und damit eben auch auslöschen konnte. Die Aspirin zum Beispiel wurde erfunden, also auch generell Medikamente, die Krankheiten eben schnell heilen konnten. Dünger wurde erfunden oder entdeckt, das war so der Anfang der Chemie, um dann praktisch auch gewisse Erträge in der Landwirtschaft zu steigern und so weiter. Man sieht hier natürlich, was ich vergessen hatte, es wurden auch Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Motoren erfunden, um damit auch Fahrzeuge anzutreiben, aber auch Maschinen anzutreiben. Eine Übersicht über wichtige Erfindungen und Entdeckungen dieser Zeit findest du hier auf dieser Seite. Siehst unter anderem noch eben der Erreger des Kindbettfiebers wurde entdeckt, sodass eben viel weniger Frauen nach der Geburt ihres Kindes starben. Dann die Nähmaschine, Ottomotor, Dieselmotor und so weiter. Du siehst also, das war die Zeit 1769 bis 1899, wird hier angegeben als die Zeit der wichtigen Erfindungen und Entdeckungen. Prinzipiell kannst du dann in diese Mindmap natürlich auch Bilder einfügen. Das Ganze kannst du zum Beispiel so machen, wenn du zum Beispiel auf Dampfmaschine gehst und dann klickst du auf das Bildsymbol. Dann suchst du dir bei Google das Bild einer Dampfmaschine raus, indem du mit der rechten Maustaste auf Bildadresse kopieren gehst. Dann fügst du dieses Bild hier in deine Mindmap ein mit String und V und drückst auf die Enter-Taste, sodass das Bild jetzt hier auftaucht. Es taucht zwar jetzt grundsätzlich nicht in deiner Mindmap auf, aber wenn du dann mit der Maus drüber fährst, dann siehst du, hier taucht die Dampfmaschine auf. Genauso mache ich vielleicht noch als Beispiel die Dampflokomotive. Auch da klickst du das Wort an, gehst auf Bild, dann suchst du bei Google einfach eine Dampflokomotive. Und suchst dir irgendeine schöne aus, die dir gefällt. Zum Beispiel vielleicht mal die. Rechte Maustaste, Bildadresse kopieren. Dann wieder in deine Mindmap hinein, dann wieder String und V, da kommt wieder die Adresse, dann auf die Enter-Taste gehen, dann ist die Dampflokomotive in deiner Mindmap erhalten. So kannst du das mit allen anderen Erfindungen und Entdeckungen auch machen, wenn du deine Mindmap machst. Nun als nächstes, welche Folgen hatte die industrielle Revolution? Nun als erstes die wichtigste Folge, ich gehe wieder auf Plus, war die sogenannte Landflucht. Das heißt, viele Menschen strömten vom Dorf in die Stadt, weil sie sich in den neuen Fabriken ein besseres Leben vorgestellt haben. Durch diese Dampfmaschine und die neuen Maschinen entstanden praktisch in allen Städten große Fabriken. Und die Menschen dachten, wenn ich da Arbeit finde, dann geht es mir besser und ich kann dann dort mir ein kleines Vermögen aufbauen. Allerdings war das ein Trugschluss, denn in Wirklichkeit
waren für die meisten Menschen, führten die meisten Menschen der Umzug in die Stadt zur Wohnungsnot. Denn da so viele Leute in die Stadt kamen, gab es nicht genug Wohnungen für alle Menschen. Und die Menschen mussten dann teilweise zu sechst oder zu siebt in einem Zimmer wohnen. In einem Zimmer natürlich ohne sanitäre Einrichtungen, ohne Heizung, ohne elektrisches Licht und so weiter. Und jetzt kann sich ja jeder vorstellen, dass in solchen Wohnungen oft Krankheiten ausbrachen und dass das Leben an sich sehr düster war, mehr oder weniger. Die Folgen für die Arbeiter waren unter anderem, dass die Arbeiter nicht mehr selber über die Arbeitszeit bestimmen konnten, sondern die Arbeitszeit von den Fabrikanten bestimmt wurde. Und teilweise war es dann wirklich so, dass die Menschen dann eben 14 bis 16 Stunden am Tag arbeiten mussten. Dann war es natürlich dann teilweise auch so, dass der Verdienst der Arbeiter sehr gering war, sodass eben auch die Kinder mitarbeiten mussten. Demzufolge natürlich auch nicht in die Schule gehen konnten, keine Bildung hatten und mehr oder weniger immer darauf angewiesen waren, solche Hilfstätigkeiten zu machen. Es gab natürlich auch Leute, die von der industriellen Revolution sehr profitierten, also sogenannte Fabrikanten oder Industrielle, aber auch natürlich Leute vom Bankwesen, also sogenannte Banker, wurden sehr reich, konnten auch Preise und Gewinne und so weiter selber bestimmen und ihre Gewinne wuchsen praktisch ins Unermessliche hinaus. Problem für die Arbeiter war unter anderem auch, dass sie noch kein Recht auf Urlaub hatten. Dass es für sie am Anfang auch natürlich keine Versicherungen gab, also keine Krankenversicherung gab. Das heißt, wenn sie krank waren, dann bekamen sie kein Geld, sondern verloren höchstens ihre Arbeit. Es gab ja genug Leute, die auf Arbeit gesucht haben. Es gab auch keine Rentenversicherung, sodass die Leute, wenn sie dann alt waren, kein Einkommen mehr hatten. Es gab auch keine Unfallversicherung, sodass die Leute, wenn sie einen Unfall an einer der Maschinen erlitten hatten und arbeitsunfähig waren, praktisch auch ohne Geld dastanden. Und sich selbst überlassen blieben. Die Folgen der industriellen Revolution waren generell natürlich auch überall zu sehen. Es entstanden riesige Fabriken. Die Fabriken stellten vor allem mit Hilfe der Dampfmaschinen eben Textilien her, also Kleidung, Stoffe, aber eben auch Stahl, Eisen. Dann gab es riesige Bergwerksbetriebe, die eben Mineralien, Erze, Kohle und so weiter, die eben zum Beispiel auch für den Betrieb von Maschinen gebraucht wurden, förderten. Und Bilder davon siehst du sofort, wenn du einfach zum Beispiel bei Google das Wort Industrialisierung eingibst. Dann siehst du sofort Bilder von großen Fabriken, wie sie ungefähr vor 200 Jahren etwa ausgesehen hatten in Europa. Probleme, die es damals natürlich auch gab, dass diese Fabriken natürlich auch keine Filter hatten und ihre Abgase und Abfälle, Abwässer und so weiter ungefiltert herausließen. Also kam es schon zu ersten Umweltverschmutzungen. Für die Leute natürlich auch nicht besonders gut, denn die mussten ja die ganze Luft einatmen und so weiter. Es gab ja da noch nicht so viele Medikamente, vor allem für die einfachen Arbeiter, sodass da auch viele krank wurden und teilweise auch daran starben. Das war jetzt so ein kurzer Überblick bei den Bildern zur industriellen Revolution. Ich habe ja schon auf die
Seite einfach hingewiesen bei Google. Da siehst du schöne Bilder, die eigentlich schon einiges aussagen. Wie gesagt, du kannst jetzt einfach wenn du willst, einfach nur zum Beispiel das erste Bild Bild 1 nennen. Und dann gehst du wieder auf das Bild, suchst dir zum Beispiel irgendein Bild davon aus, gehst wieder auf Bildadresse kopieren und fügst dieses Bild dann eben mit String und V in dieses Feld ein, sodass es hier eben erscheint. Und dann mit der Enter-Taste beschließt du das Ganze und du siehst dann eben dass dieses Bild dann eigentlich da sein sollte. Also ich versuche es nochmal. Also wenn du das Bild 1 anklickst, wenn du das anklickst, und dann gehst du nochmal auf Bild 1, Bild 2 zum Beispiel, klickst auf Bild, fügst mit String V das Bild ein, klickst auf die Enter-Taste, es erscheint da. Und jetzt erscheint es zum Beispiel eben auch hier drin. Dann kannst du das gleiche nochmal machen, wieder auf Plus gehen. Diesmal nennst du das Bild 3 zum Beispiel und suchst dir ein nächstes Bild aus, zum Beispiel dieses Bild hier. Und wenn es dir gefällt, kannst du hier auch wieder auf Bildadresse kopieren gehen, das Bild einfügen. String und V. Enter. Und schon ist das Bild hier jetzt eben auch drin. Wie du siehst, hier haben wir jetzt hier noch Bilder. Das hier können wir das Bild 1 eigentlich streichen. Das brauchen wir nicht mehr. Und auf Entfernen gehen. So, jetzt passt das Ganze so, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe. So könnte eine Mindmap von dir etwa aussehen. Was ich von dir außerdem noch erwarte, wenn du diese Mindmap machst, bei den Erfindungen und Entdeckungen solltest du als nächsten Zweig, also auch vor dem Bild, jeweils angeben, wer die Erfindung gemacht hat oder entdeckt hat. Zum Beispiel die Dampfmaschine wurde erfunden von James Watt. Können wir das also so hinschreiben. Die anderen Erfindungen haben andere Forscher und Wissenschaftler getätigt, die du dann eben googeln musst und deine Mindmap dazu erstellen musst. Wenn du die Mindmap gemacht hast, dann brauchst du sie nicht automatisch zu speichern, denn die wird automatisch gespeichert und kannst dann, wenn du fertig bist, das Portal mit Sign-out verlassen. Ja, das war eigentlich das erste Tutorial. Ich werde es auch auf YouTube veröffentlichen, sodass du, wenn du etwas nicht verstanden hast, da dann einfach nochmal nachgucken kannst.